Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Talk. Nein, Spaß beiseite. Zu unserem Let's Play Euro Truck Simulator 1. Ich wollte schon wieder 2 sagen. Mein Name ist Project KLP und Dedicated the Gamer. Genau. Mal wieder. Genau. Wir machen ja hier mit unserem quasi Let's Talk, kann man so sagen, weiter. Oh. Ja. Und zwar hatten wir ja beim letzten Mal gesagt, wir werden dieses Mal über das Thema der Untergang werden wir noch zu Ende reden. Außerdem Ende des Universums. Und wir haben uns noch ganz, ganz viele andere Themen ausgedacht. Ja. Wir haben uns ja beim letzten Mal noch kurz zum Spiel die ADR-Lizenz geholt. Das heißt, wir können uns auch Diesel transportieren, was wir natürlich sofort machen werden. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit dem Thema, was wir hier vorhaben. Ich würde sagen, ja. Weltuntergang zu Ende reden. Wo waren wir da beim letzten Mal stehen geblieben? Dass irgendwas die Erde da, Planet X oder so. Genau, Planet X. Planet X. Genau. Unsere Meinung dazu, würde ich mal sagen. Was hältst du persönlich vom Weltuntergang erstmal? Eigentlich, also ich persönlich jetzt, habe ich von Anfang an nichts gehalten. Eben mit diesem Grundwissen, was man eigentlich haben sollte, dass eben der Maya-Kalender nicht endet, sondern von neuem beginnt. Außerdem sind diese ganzen Gerüchte um den Weltuntergang ja eben erst darauf aufgebaut worden, wie irgendjemand gesagt hat, oh ja, der 2012, der 21. da geht die Welt unter, weil der Maya-Kalender aufhört. Eben, und ich... Aber... Okay. Ja, aber der endet ja nicht, sondern beginnt eben von vorne, wie unser Kalender eben auch am 31.12.1999 aufgehört hat. Also neu begonnen hat, ja, also so müsste man sich das vorstellen. Ja. Also würden die Mayas heute noch leben, wäre das eben ein neues Jahrtausend für die. So wie wir eben den gregorianischen Kalender haben, haben halt eben die Mayas ihren eigenen Kalender gehabt und für die ist halt das eben so abgelaufen. Ja. Eben. Und wie du schon sagtest, es baut sich ja alles halt darauf auf, dass der Maya-Kalender eben genau an diesem Tag endet. Neu beginnt. Ja, oder beginnt, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, was ich halt eine Sauerei finde, dass es wirklich gnadenlos von allen möglichen ausgeschlachtet wird. Also von der Filmindustrie, von der Musikindustrie, wirklich von allem möglichen, was ich jetzt kenne, auch hier, wenn es ums Bücher geht. Gibt es ja auch mittlerweile Dutzende Bücher auf dem Markt, 2012, der Weltuntergang. Das persönlich macht mich aggressiv, weil... nicht weil ich jetzt dran glaube oder so, nee, ganz im Gegenteil, also. Ja, weil ich es eine Frechheit, weil, oder beziehungsweise, ja, weil wir es eine Frechheit finden, dass es eben, ja, von diesen Leuten ausgenutzt wird, dass man mit der Angst der Menschen Geld macht. Das ist einfach eine Frechheit und sowas gehört verboten, finde ich. Ich meine, es ist zwar genau die gleiche Spinnerei, wie wenn man jetzt ein Flugzeugunglück nimmt, was von mir aus vor 5 Jahren war und das verfilmt eben. Zwar nicht mit der gleichen Flugnummer und allem, auch mit anderen Personen, aber... Nehmen wir doch einfach 2001, World Trade Center. Genau, wenn man das jetzt verfilmen würde und, was weiß ich, nicht 11. September, sondern von mir aus 11. Dezember nennt, das ist doch genauso eine Schweinerei wie jetzt 2012 in dem Beispiel. Es wird halt gnadenlos ausgeschlachtet, das Leid der Menschen. Also, es gibt ja, ihr müsst euch mal wirklich geben, es gibt Leute, die an den Weltuntergang glauben, und sich wirklich am 21. Dezember umbringen, weil sie denken, dass sie sonst an einem schmerzvollen Tod sterben werden, wenn die Erde anfängt zu glühen und brennen und was weiß ich was. Das muss man sich wirklich mal geben. Ja. Laut, was ich mal im Internet gelesen habe, war irgendwas mit den Christen, war letztes Jahr oder vor 2 Jahren, glaube ich, haben eben die strenggläubigen Christen gedacht, dass die Welt untergehen wird, und da war sogar hier was bei mir im Dorf, war eine ziemlich strenggläubige Christin eben, hat hier gelebt und die hat sich umgebracht, eben aus diesem Grund. Das ist total krank. Und jetzt gerade Robert Emmerich, ich möchte diesen Typen ja nicht irgendwie persönlich jetzt angreifen oder so, nee, aber ich finde es halt ein bisschen scheiße, dass er wirklich gerade so mit dieser Angst dieser bestimmten Person spielt. Also Robert Emmerich ist, für alle, die es nicht wissen, der Schöpfer des Films 2012. Und ja, ich
Ja, ich halte davon nicht wirklich viel. Also, ich habe mir den Film angeguckt, muss drüber schmunzeln. Ja, ich habe den Film auch gesehen. Ich fand den jetzt nicht besonders toll, oder ich habe halt drüber geschmunzelt und dann war es das für mich. Ja, wer den Film jetzt nicht kennt, gibt's ja bestimmt hier unter deinen Abonnenten, unter deinen Zuschauern. Es geht in dem Film halt eben darum, dass eben der Maya-Kalender an dem Datum endet und dass die Mayas eben vorausgerechnet haben, dass an diesem Datum ein ganz starker Sonnensturm auf die Erde trifft und durch diesen Sonnensturm verschieben sich die tektonischen Platten. Wer das nicht weiß, der soll es mal in Google eingeben. Wikipedia ist da sehr informativ. Gibt natürlich auch andere Seiten wie Wikipedia, ne? Nicht immer auf Wikipedia vertrauen. Wikipedia ist nicht unbedingt die Nummer 1 Quelle. Ja, auf jeden Fall die tektonischen Platten. Man kann auch da in Was ist was Büchern oder so nachlesen. Das gibt's alles. Die tektonischen Platten sind halt eben, oder Kontinentalplatten heißen die, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht, tektonische Platten oder Kontinentalplatten. Auf jeden Fall schwimmen die ganzen Kontinente auf Lava rum und wenn das eben zu heiß wird, dann ja, verschieben sich die Kontinente eben so stark, dass die ganze Erde auseinanderfällt oder die Landmassen eben, was man dann im Film halt auch sieht, dass sich irgendwo riesige Schluchten auftun und dass man dann nur auf dem Meer sicher wäre. Das ist halt wirklich auch Schwachsinn, weil wenn das haben die... Ja, okay, zeig. Wenn die Erde untergeht, dann bist du auch auf dem Meer nicht sicher, das ist halt einfach so. Ja, die Erde geht ja in dem Sinn nicht unter, sondern eben die ganzen Landmassen verschieben sich so stark, dass eben die ganzen Städte und das alles zerstört werden und auf dem Wasser bist du dann halt relativ sicher oder in der Luft. Was ich halt... Also von daher her ist der Film schon relativ logisch, aber was man bedenken muss, weil wir sind ja jetzt halt hier keine Panikschöpfer, ne? Wir wollen ja jetzt nicht, dass ihr das denkt. Man muss eben bedenken, dass dieser Sonnensturm nicht möglich ist. Denn um so einen starken Sonnensturm hervorzurufen, müsste die Sonne an Masse gewinnen, haben Forscher errechnet. Also die Sonne müsste noch mehr an Masse gewinnen, obwohl das Gegenteil ja der Fall ist. Wie jeder weiß oder wissen sollte, die Sonne verliert ja ständig an Masse, weil die Sonne glüht und ja, wenn ihr mit einem Auto fahrt oder eine Kerze, die brennt ja auch runter und wächst nicht. Also verbraucht ihren Stoff. Außerdem, was ich auch noch eine sehr, sehr amüsante Theorie fand, ehrlich gesagt. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber das hat auch irgend so ein streng gläubiger Religionsheini da verzapft. Und zwar, dass die Erde am 21.12. laut Maya-Warnung von einem schwarzen Loch verschluckt wird. Fand ich recht amüsant, ehrlich gesagt. Weil es hier in der Umgebung ja auch so viele schwarze Löcher gibt, erstens mal. Im Zentrum unserer Galaxie gibt's eins, aber... Das ist so viele Lichtjahre entfernt, das ist... Da müssten wir uns jetzt, glaube ich, mit irgendwie Überlichtgeschwindigkeit oder so bewegen, dass wir noch rechtzeitig zum 21. da wären. Erstens mal das. Und zweitens, dass Kometenhagel auf die Erde einschlägt, ist auch relativ unmöglich, also... Möglich ist es, ist ja auch schon öfters mal passiert, dass kleinere Meteoriten auf die Erde gestürzt sind, also jetzt nicht so Meteoriten mit 20 Kilometer Durchmesser, sondern halt wirklich kleine, die halt in Anführungszeichen nur 500 Meter Durchmesser haben. Also was ist ja auch schon öfters mal passiert und aber dass ein wirklicher richtiger Meteoritenhagel mit mehreren Meteoriten, die zum Teil 20 Kilometer Durchmesser haben sollen, auf die Erde einprasselt, ist relativ unwahrscheinlich, denn wir haben, muss man sich bedenken, ich weiß eigentlich, 7 Planeten, ne, in der Umlaufbahn. Also ich unsere glaube, Galaxie. Ich weiß es 7, nicht. Warte. Wie ging denn der Spruch nochmal? Mein Vater zeigt mir jeden. Nein. Mein Vater. Ah ja, das kenne ich. Ja, ich kann ja Brücken, ich glaube 7 war es, ich weiß es auch nicht, weil es jetzt auch schon wieder so lange her, Klasse 7 eben. Und ja. Ich kann ja mal kurz googeln. Auf jeden Fall, ich sag jetzt einfach mal 7, ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall. Kann man so bezeichnen als eine Art Schutzschild für die Erde, denn die kreisen ja quasi ständig mit der Erde, also bilden ja, okay, eine Art Schutzschild. Das heißt, wenn Meteoriten kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie von anderen Planeten, also Mars, Jupiter und so weiter, abgewehrt werden, sage ich mal, relativ groß, weil die besitzen ja auch eine Anziehungskraft, also Mars, Jupiter, bla bla bla,
Also nicht nur die Erde besitzt eine Anziehungskraft, nein, auch andere Planeten besitzen eine Anziehungskraft. Alle Planeten besitzen eine Anziehungskraft. Ja. Dadurch funktioniert ja auch unser Sonnensystem. Ansonsten würden wir irgendwie ins All treiben. Ja, also. Gut. Nein, auf jeden Fall, es geht mir jetzt nur darum, den Leuten damit quasi zu sagen, dass sowas eigentlich relativ unmöglich ist. Klar, nichts ist unmöglich, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Ich meine, gut, wenn dann ein Komet ankommt mit einem Durchmesser von, was weiß ich, 40.000 Kilometern, also einmal Äquator, dann ist die Chance relativ groß, wenn er an anderen Planeten abprallt und diese Planeten dann in 2000 Stücke zerteilt, plus sich selbst, dass die Erde dann einen ziemlich großen Meteoritenhagel abbekommt, ist natürlich dann ziemlich groß, aber Deutschland bzw. Europa hatte bisher eigentlich das Glück, von sowas verschont zu bleiben. Auch jetzt vor Milliarden Jahren. Da sind natürlich auch in Europa Meteoriten eingeschlagen. Aber also so wie ich das jetzt hier sehe, kommt zuerst der Merkur, dann kommen die Venus und dann kommen die Erde. Und drumherum sind dann Mars, Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun. Ich finde jetzt kein Ding vom Ganzen, wo man bis zum Pluto gucken kann. Das ist ein bisschen doof. Warte, mein Vater erklärt, genau das weiß ich, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere sieben Planeten. So war das, genau. Mein Mars, Vater Venus, erklärt Erde, mir Merkur, jeden Jupiter, Sonntag Sonne, glaube ich. Saturn. Nein, Saturn. Unsere weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist so ein Brückenwort. Uranus. Uranus. Sieben. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Sieben gar nichts, das ist das Brückenwort. Gar nichts und Planeten Pluto, wobei Pluto nicht mehr dazugehört. Also Pluto ist ja jetzt offiziell seit ein paar Jahren nicht mehr ein Planet unseres Sonnensystems, weil er scheinbar zu klein wäre. So haben wir es jedenfalls gelernt. Das haben wir auch gelernt, aber mir jetzt eigentlich egal. Wobei man sagen muss, der Spruch, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag die sieben Planeten, bla bla bla, der hat mir in der siebten Klasse damals bei der Arbeit echt den Arsch gerettet, weil ich wusste damals echt nichts wegen Planeten. Und ich habe mir den Spruch damals gemerkt, bei einer sehr, sehr guten WG-Lehrerin. Hat mir damals auch den Arsch gerettet. Ändert nichts daran, dass ich in der 8. Klasse sitzen geblieben bin. Ha! Und wisst ihr was? Ich bereue es nicht, denn ich war ein Fünferkandidat in fast jedem Fach in der 8. Klasse. Und mittlerweile bin ich eigentlich in jedem Fach Zweier-, Dreierkandidat, in manchen sogar Einserkandidat, also Englisch. Ja, Englisch bin ich sehr gut, für alle, die das nicht wissen. Auch wenn man das in manchen Videos von mir nicht vermutet, so wie ich ab und zu mal Englisch rede. Ich bin aber wirklich ein Einserkandidat, also. Pech. Ich kann ja gerne mal ein Special-Video machen, wo ich nur Englisch quatsche, aber ich glaube, das will keiner von euch sehen oder hören. Wobei, ich kenne mehrere Engländer, also jetzt persönlich, durch den Austausch, ja, die hier ihr Austausch in Deutschland hatten, die meinten, dass ich sehr gut Englisch rede. Da fühle ich mich natürlich geehrt. Ja, das schon. Auf jeden Fall, es gibt hier genug Planeten. Und es ist auch eben der Grund, warum ein Planet wie Planet X nicht existieren kann. Also, das ist schon mal widerlegt. Polsprung hatten wir ja dann auch noch. Es soll ein Polsprung kommen und eben der Sonnensturm soll alles vernichten. Oder die ganze Zivilisation, zumindest Elektrizität, Technik, genau, sagen wir es ganz allgemein, die Technik, die elektronische Technik auf der Erde lahmlegen, weil eben dieser Sonnensturm elektromagnetisch geladen ist und jeder, der sich ein bisschen mit Strom und Transformatoren auskennt, der weiß halt eben, dass Transformatoren das Ganze eben über elektromagnetische über elektromagnetische Strahlen Wellen machen, also eben die Spannung verkleinern oder erhöhen. Wenn ich das jetzt erklären würde, es würde ein bisschen zu weit gehen. Wie gesagt, einfach mal googeln. Und ja. Wenn dann eben dieser elektromagnetische Sonnensturm auf die Erde treffen würde, dann würde eben dieser Trafo kaputt gehen und keiner hätte mehr Strom, weil die 5000 Volt aus dem Atomkraftwerk nicht mehr
umgespannt werden können. Ja, oder ich glaube 24.000 Volt sind es im, weißt du, in der Überspannung. Ich bin dem ja sowieso, also gerade wenn es ums Strom geht, Stromnetz in Deutschland, da habe ich mir letztens einen Bericht angeguckt. Es wird ja jetzt alles auf Ökoenergie, sage ich jetzt mal ganz nett, umgestiegen.